Konnichiwa und herzlich willkommen zurück zur Rise of the Samurai Kampagne. Hier mit den Kamakura, Minamoto und mir, dem Taya. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, es geht weiter gepflegtermaßen gegen die Hirasumi Fujiwara. Muss man sagen, die haben sich doch jetzt wieder stark gemacht. Leider. Am ärgsten ist es, dass sie hier meinen Hafen blockieren. Gucken wir, dass ich dann hier die Flotten irgendwie sammle und ihn dann hier vernichte. Vielleicht wieder eine epischen Seeschlacht. Hier oben sieht es wie folgt aus. Zwei gigantische Flotten. Ich habe natürlich meine Superflotte zusammengenommen, hier hochgenommen. Kann dann wohl bedenkenlos diese Flotte hier vernichten. Ja, die wird hoffentlich keine Unterstützung leisten, weil mit den Kubota Fujiwara will ich zumindest jetzt noch keinen Krieg haben. Ich finde es ganz gut, dass die Fujiwara gerade nicht an uns interessiert sind, sondern mehr an den Ashikaga und wahrscheinlich auch an den Nita, weil mit denen sind sie, wie ihr sehen könnt, auch im Krieg, Feinde. Und deshalb werden die Nita auch quasi für mich erledigt. Es kommt jetzt darauf an, ob sie sie wirklich angreifen. Wenn sie das nicht tun, werden sie natürlich von den Nita angegriffen. Also schlau wäre jetzt, also sie sitzen gerade ein bisschen in der Zwickmühle, finde ich. Die Nita können mich ja nicht leiden, aber sie sind neutral. Kann man sagen. Also es plus 3 und es bessert sich auch zum Teil. Soll heißen, das ist noch okay. Das kann man tragen. Und die sind stark hier. Die Kubota Fujiwara. Aber das klärt sich alles. Das klärt sich definitiv alles auf. Und ja. Am ärgsten wird es dann hier in Kyoto sowieso. Fukuhara, Taira. Oh Mann. Naja. Aber es ist jetzt doch in etwas weiterer Ferne. Wir werden jetzt sowieso ein paar Blitzinvasionen machen und ich brauche viel mehr Yunsatsushis auf jeden Fall. Da werde ich noch sehr viele Märkte machen und auch sehr viele rekrutieren, damit das hier ein bisschen schneller geht. Damit wir möglichst gut hier lang kommen. Ich weiß nicht, Kubota ist so eine Sache. Hier lang. Und dass wir da mit einem guten Gen und einer richtig super Armee hier lang gehen. Und uns hier einen Ansatzpunkt suchen. Am besten hier bei den Kiso. Weil die sind ja unsere Verbündeten. Hier, ich schätze mal, Honda oder I, muss mal gucken, wo wir halt reinkommen können, was uns leisten können. Ich guck mal gerade nach den Honda, würde mich gerade mal interessieren. Ja, das zum Beispiel ist ein Clan, der ist leicht zu vernichten, denke ich mir mal. Gemäßigt und nur eine Provinz. Das wäre so ein Punkt, der recht cool wäre. Ansonsten kann ich eigentlich weitermachen, weil hier hatten wir noch die Kunst des Bogens. Danach machen wir hier die Poesie und Literatur, aber das wisst ihr ja schon. Da erzähle ich euch nichts Neues. Und ja, hier sammeln wir jetzt unsere Armee für die potenzielle Bedrohung, sage ich mal, durch die Hirasumi Fujiwara, wenn sie denn kommen. Ja, und wir haben... Das war's nicht. Wir haben eine neue, ne? Das wisst ihr ja auch schon. Hat man uns aufgedrängt, ne? Also ich habe es nicht wirklich drum gebeten. Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mit den Shadow Yoshis nicht so viel anfangen. Was machen die Yajima Taira da? Das macht mich nervös. Aber die sind ja nicht mit uns im Krieg. Ey, habe ich gerade richtig gesehen? Die Kubota haben ihre Verbündeten? Oder sind die gar nicht mehr verbündet? Das wäre ja cool. Hoffentlich machen die Kubota die Hirasumi oben platt und ich mache sie vorne platt. Oder die fighten sich so episch, dass sie sich beide richtig schwach machen und dann stoße ich zu. Die Nita haben sie auf jeden Fall nicht angegriffen. Kommt aber vielleicht noch. Nix, gar nichts passiert. Gar nichts. Das ist ja ein Ding. Ein Ding. Machen wir hier nochmal... Hier sowas. Und dann nochmal was. So, aber hier oben jetzt. Tja. Das ist jetzt natürlich schlecht, dass sie die vertrieben haben. Aber es ist cool zu wissen, dass sie mit denen im Krieg sind. Jetzt will ich die natürlich nicht angreifen. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Gerade ob die... Das ist natürlich jetzt blöd. Ich kann da nicht den Handelsposten einnehmen, weil ich eine Sekunde zu spät war. Blöd gelaufen, echt, ey. Mal sehen, dann nehme ich eine... Hier, so... Hier passiert nichts.
Was zur Hölle? Haben sie eine Stadt, haben sie sich ja schön ausgedacht. Wie sieht es hier mit der Zufriedenheit aus? 6. Mhm. Steigt leider, der Mist. Dafür ist unser Einfluss noch zu gering. Das ist ärgerlich, aber ein paar kann ich abziehen. Wie viele kann ich denn dann? Ich ziehe mal 3 ab. Einfach damit der Hermann eine Armee bekommt, hat er ja verdient. Um sich zu beweisen, als dritter Gen hier. Den Entwicklungsgrad lasse ich mal hier mit der Armee. Und wie gesagt, das ist jetzt unsere Hauptarmee mit dieser hier, Daimyo und der Yojitsune. Und hier ist ja auch noch ein Gen. Also sind ja sogar 4, ne? Wenn man es genau nimmt, aber das ist halt nur einer der Haupt-Gen, sag ich mal. Das heißt, wir müssen... Vielleicht können wir bluffen. Und ihn so anlocken. Ich bluffe einfach mal ein bisschen. Gut, wir sind ja in etwa gleich stark. Geht mal hier hinten rum. Zu dumm, dass ich mit der Flotte jetzt nichts machen kann, weil der kann ich zurück in den Hafen. Das ist echt blöd, die muss ich unbedingt schnell vernichten. Aber nur mit 2 Begleiter Großschiffen geht das noch nicht. Aber das schaffen wir. So, mal sehen. Ja, greift doch mal an. Das ist dämlich, wenn ihr nicht angreift. Das ist ganz schön dämlich. Ich hätte euch nicht für... Das ist ganz schön dämlich. Weil ich schaff das sonst nicht. Habe ich eigentlich irgendeinen Clan, der freundlich ist? Mir gegenüber. Geschätzt? Klar, okay. Und mit denen lohnt sich ja kein Bündnis. Denen ein Bündnis? Tragt mir freundschaftlich euer Anliegen vor und ich werde augenblicklich antworten. Wollen sie nicht. Haben aber offenbar gerade ihre eigenen Probleme, sehe ich gerade. Fukuhara Taira. Oh je. Nun ja. 3 Runden noch, dann sind auch die inspirierten Bemühungen weg. Das könnte sein, dass wir danach wieder Minus sind. Mal kurz auf den Handel. Ja, ich meine auf die Übersicht hier. Schon weniger jetzt, weil es wieder mehr Ausgaben sind, ne? Und weil ich zu viele da ausgegeben habe. Rekrutiert und was weiß ich. Aber sonst... Sonst ist alles klar. Das kriegen wir hoffentlich weg von den Taira. Gut, eine Runde noch. Dann haben wir die neue Kunst. Top. Das heißt... Oh. Mh. Boah, so viele Verbündete haben die. Hä, wieso? Ach so, gut. Beistand erbitten brauche ich lieber nicht. Keiner ist ihnen beigetreten, das ist gut. Heute hat das Reden ein Ende. Die Worte werden auf deinen toten Lippen verstummen. Wir sind im Krieg. Ach, jetzt wird mir alles klar. Gut, dass ich noch nicht aus der Provinz raus bin. Ach, blöd jetzt mit dem... Oh, bitte lasst mich... Gut. Oh, die Fukuhara Taira rücken ganz schön nah. Oh, ich muss ja sehen, jetzt habe ich wieder ein Problem am Hals. Oh, danke, danke.
Ach, das ist immer so toll an den Kampagnen hier. Mann, es war so schön ruhig am Anfang. Ah, schade. Zum Glück haben die anderen aber bisher ist niemand so wirklich im Krieg beigetreten, was ich cool finde. Also, wie unehrenhaft die gegenüber einander sind. Amakusa. Wurden aber vernichtet danach. Oh, schade. Schiffsbau. Wo sind die denn hier? Aber die haben natürlich auch eine Wahnsinnsflotte, ne? Samurai-Schiffe haben die. Ach du meine Herren. Och, jetzt setzen sie mich unter Zugzwang. Das ist ja gemein. Ach, ich will. Oh Mann, ich will gar nicht wissen, was die da an Bord haben. Jetzt muss ich alle hier wegnehmen. Nee, nicht alle, nur noch mal einen. Na toll, mit. Hoffentlich hat er jetzt keine. Wenn er schon so moderne Schiffe hat, will ich gar nicht wissen, was er. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich vermute mal, dass er hier irgendwo anlegen will. Wenn er hier anlegen wollte, hat er schon getan. Ich vermute mal hier irgendwo. Wenn ich die Flotte versenken könnte. Das wär's. Das wäre das Ziel. Ich glaube, das sollten wir echt versuchen, Freunde. Das ist unsere einzige Chance. Aber wenn er wirklich von denen Hilfe kriegt. Aber sind die mit denen verbündet irgendwie? Mal gucken. Nö. Dann dürfen sie denen eigentlich auch theoretisch nicht helfen. Wenn ich mich nicht täusche. Versuchen wir es. Das muss uns den Versuch wert sein. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Oh mein Gott. Hätte ich die Flotte doch nicht weggeschickt. Hätte ich die Flotte doch nicht weggeschickt. Oh Mann. Das ist echt kritisch. Moment mal, sehe ich jetzt aber gerade gar keinen. Wo ist denn der Unterschied jetzt? Moral ist besser, sehe ich gerade. Aber ansonsten. Zu dumm, dass ich hier oben jetzt rummache. Ich hätte nicht die ganze Flotte wegschicken sollen. Aber ich habe auch jetzt nicht damit gerechnet, dass die eine Invasion machen. Tja, ja. Wie das halt so ist. Greifen wir an. Warum? Warum stehen die denen jetzt bei? Die sind doch gar nicht mit denen. Das ist ja gemein. Das ist ja gemein. Ach, das ist ja blöd. Ja gut, wenn ich nur die vernichte hier. Wir machen es einfach. Dann mal wieder was zum Lachen. Das ist unmöglich zu schaffen, aber wir sollten es zumindest versuchen. Oh mein Gott. Ey, womit habe ich das verdient? Ach, warum habe ich meine Flotte nicht. Aber andererseits kommt. Das ist so oder so nicht zu schaffen, glaube ich fast. Ach, Mann. Warum ich? Warum hättet ihr nicht die Kiso angreifen können? Schickt ihr ausgerechnet den weiten Weg eine Flotte zu mir, ja? Der ist 5000 Kilometer entfernt oder was weiß ich. Und dann schickt er. Ah. So ein Ärger. Ich muss mit einer Mini-Flotte antreten, ey. Mann, Mann, Mann. Wo kommt die Verstärkung da? Gehen wir gleich dahin.
Wir müssen ja eigentlich nur die Tyra hier vernichten. Nur. Ja, schon gestrichen. Wenn wir den Gen routen. Die haben aber leider nicht alle schnell paddeln. Wie man hier sieht. Wir fahren mal ganz hier rüber. Ganz weit weg von den Fujiwara. Mann, müssen die ausgerechnet auch noch da mitmachen. Die fahren uns hinterher, die chasen uns. Warum uns? Das ist doch nicht fair. Ich habe ohnehin schon einen gut starken Gegner. Wir können aber einen Teil vor dem anderen kriegen. Versuchen wir die beide mal zu entern. Gleichermaßen. So, erstmal Kriegsschrei. Zumindest gibt's was zum Gucken, oder? Wir wischen die nicht so wirklich, glaube ich. Die tanzen um uns herum. Komm, schnappt sie euch. Los! Werft den Anker, mein Gott, die Enterhaken aus. Ach, herrje. Feuer! Eines unserer Schiffe ist in Brand gesetzt worden. Ach, herrje. Ach, nee, Mann. Weg hier, weg hier. Weg hier. Ach man. Das ist doch nicht fair. Das war ja nicht mal die Hauptflotte. Brennt es jetzt endlich? Ja. Gut. Bringt die auch zum Brennen. Nein. Ah, shit. Au, weia. Das Handelsschiff hält sich noch am längsten. Ach herrje, die Ajima Taira haben mir noch gefehlt.
War nun schon so bedrohlich stark. Eines unserer Schiffe zieht sich zurück. Na, das hat keinen Sinn mehr. Fliehen wir alle. Oh Mann. Jetzt kommen sie erst hier. Ach Mann, KI spam doch noch mehr. Ganz ehrlich. Komm, ist keinen Sinn mehr. Vorbei. Vorbei, das war's. Na gut, war jetzt auch keine große Kunst von der KI. Wow. Das war jetzt Rückschlag. Ein Rückschlag sondersgleichen. Scheiße. Oh. Na gut. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Sollen sie ruhig anlegen bei mir. Ich glaube, auf dem Land bin ich dann doch noch besser beraten als so. Oh mein Gott. Warum konnte ich eine schwache Flotte dabei haben? Dann hätte ich sie gekriegt. Er konnte leider nicht viel ausrichten, ne? Schade. Hier konnte ich ein paar von vernichten, aber das bringt mir leider gar nichts. Ach Mann. Schade, dass ich die andere Flotte nicht hier habe. Da hätte ich nochmal eine Chance. Oh, ich sehe gerade, er hat nur Begleiter. Dann habe ich eine Chance. Er hat sogar nicht gerade so. Ach, dann schaffe ich ihn. Dann ist seine Flotte ja besser als... Ja. Seine Armee. Dann schaffe ich ihn. Okay. Gehen wir in die nächste Runde? Das wusste ich jetzt gar nicht. Poesie und Literatur, mal gucken, wo er wen er... Er wird wahrscheinlich eine Provinz einnehmen, ich weiß jetzt halt nicht welche. Es ist immer... Sucht sich immer die aus, die nicht besetzt sind. Und dann drauf... Da ist jetzt keine Logik dabei. Nicht so wirklich jedenfalls. Ach je, musste das jetzt sein. Aber wenn sie die Armee verlieren, haben sie erstmal einen kleinen Rückschlag. Sprecht, wenn es sein muss. Oh, die sind auch schon stark. Die sind beide stark geworden. Der Osten ist nicht so stark, wie ich dachte. Die sind auch ganz schön abgeschwächt worden. Ich muss jetzt ganz schnell gegen die hier vorgehen und dann hier die Fujiwara erledigen. Und dann... das wird jetzt richtig schwierig werden. Ich will jetzt nur nicht den Kubota den Krieg erklären, weil sonst schicken sie mir auch noch irgendwas runter. Das wäre schlecht. Nee, wir müssen wohl erstmal weitergehen. Oh. Ich merke schon, die Kampagne wird knapp. Das weiß ich jetzt schon, wenn ich das hier so sehe. Aber sie ist nicht verloren. Klare Sache. Einfach mal demoralisieren üben. Oh, so explodiert, dann war es wohl auch kein guter. Das ist klar. Schade. Gut, dann erstmal weiter. Okay, die Nita sind damit vernichtet. Das hat auch einen kleinen Vorteil für uns, auch wenn das Handelsabkommen jetzt weg ist. Och nein. Spinnen die? Spammen jetzt hier Armeen bei mir rein. Die legen aber nicht an. Übertreibt's halt. Ich schätze mal, dass ich meine Flotte ganz schnell runterkriegen muss, bevor noch mehr kommt. Ich habe jetzt nichts, um das zu blocken. Mann. Invasionstruppen sind gelandet. Ja, komm. Ist gut.
Ich komme nicht hin. Ich komme nicht in die Stadt. Das wird reichen. Die bleiben hier. Jetzt haben sie noch eine Flotte. Wo ist die denn? Wie viele sind da drauf? Na, nicht so viele zum Glück, aber trotzdem scheiße. Ach man, jetzt muss ich ganze Invasionen abblocken. Ich habe Wichtigeres zu tun gerade als das. Jetzt bin ich auch schwach für die hier. Deswegen, die müssen jetzt angreifen. Oh mein Gott. Meiner Meinung nach cheatet die KI wieder ganz schön hier. Cheatet sich Einheiten und sind ganz genau, dass sie das selber nicht kann. Und nicht gekonnt hätte, sag ich mal. Oh man, dann muss ich wohl noch eine Runde weitergehen, um den unglaublichen Schlachtverlauf anbrechen lassen. Ich kann's nicht fassen, was hier wieder abgeht. Naja. Hau rein. Ja, muss sein. Drohender Bankrott ist schlecht, aber geht nicht anders. Schade, schade, schade. Ach, herrje. Ich sage euch mal eins, wenn wir die Kampagne verlieren, tja. Ja, dann ist es halt so, ne? Aber das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ist ja auch gar nicht das Problem in der militärischen Geschichte, sondern vielmehr in dieser Masse, ja. Nicht Qualität, sondern Quantität. Das ist das Problem. Ja, aber die packe ich. Auf jeden Fall. Wir sehen und hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann geht es nämlich in der nächsten Episode. Ich sage immer gerne jetzt seit neuestem wieder Episode. Deswegen in der nächsten Episode, nämlich in der 11. müsste das dann sein. Oder die 10. Nee, Moment. Es ist dann die 11. Genau, weil das war jetzt die 10. Mein Fehler. Jo, ansonsten, schauen wir uns das mal genau an. Das ist... ein paar Bogenkleider hat er. Nee, das ist kein Problem. Das packen wir auf jeden Fall. Das ist auf dem Land. Ja, er hat auch die richtige Armee angegriffen. Und nicht die andere. Dann habe ich nicht so viel Umstand. Ja, packen wir. Wir sehen und hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann, sage ich mal, Sayonara, euer Taya Hiro.